Ich heiße Michael Czerik, ich komme vom Zentralwallis. Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe eine Frau und zwei Töchter. Ich arbeite bei Brandmeldeanlage für Siemens und ich bin Schiedsrichter seit 2002. Mein Spieltag beginnt schon am Tag vorher. Dann ich vorbereite alle meine Taschen. Und am Morgen, dem Spieltag, ich gehe bei der Arbeit. So, es kann verschiedene Orte sein, weil ich arbeite für ganze Wallis und ein bisschen in Fribourg. Ich probiere alles zu machen mit Familie, Arbeit und der Schiedsrichter. Ich habe Glück, weil ich habe einige Jobs gewechselt, weil es war nicht möglich für Schiedsrichter und Familie. Und jetzt mit meiner Arbeit jetzt. Ich kann sehr, ist sehr flexibel. Wir haben diese neue Zentrale installiert. So, ich habe einige Kabel vorbereitet und alles in Betrieb mit Test und Test bei Feuerwehr. Das ist klar, mein Traum wäre, zu 100% sein bei Schiedsrichter einmal. Und ich schaffe alles für das. Ich war auch zwei Monate in San Diego, in den USA, zu Englisch lernen, weil ich weiß, für Internationalen das ist sehr wichtig. Ich habe auch Deutsch gelernt zur Schule, aber mehr, ich war in der Armee, in Aarau. Und mit das, ich habe immer arbeiten, auch physisch, Sommertraining oder das. Ja, ich habe alles gemacht, für in die Top League zu gehen. Heute Abend, wir haben ein Spiel in Lausanne, so ich schaffe bis 3 Uhr. Da ich habe Zeit für in Lausanne gehen und ich bin früh auf Platz. So, dann wir haben noch Zeit mit Micha zuschauen, einige Situationen, wo es war ein Problem oder nicht, oder das war richtig. Und wir können auch unser Spiel vorbereiten, optimal. Mein Name ist Micha Hebisen, komme von Bern, aufgewachsen. Auch in Bern, bin 29, Fulltime-Referee seit einem Jahr. Ich habe das Glück, dass ich den Job ausübe und habe riesen Freude daran. Ich stehe morgen bei Zeit auf, nach 9, 10 Uhr auf ein lockeres Jogging-Rundeli. Ich lüfte mich ein bisschen, merke ich sofort, wie ich mich fühle. Eigentlich. Habe ich schwere Beine vom letzten Match oder ist alles tipptopp, habe ich Blessuren, Kenner. Wenn ich das Gefühl habe, oh, heute habe ich schwere Beine oder so, dann kann ich vielleicht auch noch etwas anders ernähren oder noch Energy trinken oder so zu machen. Je nachdem kann ich mich vorbereiten. Wenn die Ruhe finden, im Bach ist für mich wichtig, einfach ein bisschen rauszugehen, einfach mal abschalten, Musik hören ist auch wichtig, dass ich lüften kann, dass ich meine Ruhe habe, ja, dass ich mich so finden kann, selber ein bisschen. Und dass ich fit bin für das Spiel. Mir ist wichtig, dass ich vier Stunden vielleicht vor dem Spiel so esse, Pasta esse, dass ich Energie habe, dass ich nicht einen schweren Bauch habe, wenn es um ein Match geht oder um Ziel laufen, genau, dass man fit ist. Und dass man wirklich, wenn es ein Spiel über 60 oder vielleicht sogar 80 Minuten gibt, dass man bis in die letzten Sekunden voll parat ist und alles da hat für eine gute Leistung. Ja. Sicher, die Videoanalyse ist zum stetigen Besserwerden sehr wichtig für mich, dass ich sehe, wie ich bewege, was ich mache. Markus, how are you? Du hast mir letztes Mal ja eine Szene geschickt von Positioning und du kannst mir kurz erklären, was ich besser machen kann. Was du hier machst, Micha, ist grundsätzlich gut. Also du übernimmst die Verantwortung dieser Situation und gibst den Spielern Ruhe und Vertrauen. Ja. Aber du kommst ein bisschen zu nah. Okay, ja, ich würde gerne, dass du vielleicht 3, 4, 5 Meter von der Situation entfernt bist. Ja, da beim Kiko Doro wäre besser. Ja, genau. Okay, Markus. Ich danke dir. Schönen Tag. See you.
Ciao, ciao. Es wird ein WhatsApp-Chat eröffnet. 48 Stunden vor dem Spiel sollte es eigentlich erfolgen. Von den Linesmen, die alle in eine Gruppe rein tun. Man macht ab, wo man sich trifft. Je nachdem kann man zusammen fahren. Die Leute von Bern oder Zürich, tut man sich hinten am Ort an einem Treffpunkt. Sieht man sich, fährt mit dem Auto zusammen das Spiel. Was so wichtig ist, dass man auf Bieter bestätigen, dass das Spiel okay ist, 24 Stunden. Vor dem Spiel oder ob einer krank ist, ob es noch Wechsel gibt oder nicht. Trifft sich an diesem Treffpunkt, nimmt einen Kaffee, schaut vielleicht noch eine Videoszene an, bespricht Szenen von der letzten Runde, was hat es gegeben. Geht das Spiel, ist anderthalb Stunden vor dem Spiel dort, tut sich einrichten, geht einlaufen, hat Spass zusammen, Kopf lüften nochmal, schütteln, tut sich fokussieren auf das Spiel und dann geht es los, ja. Die Chemie ist sehr wichtig, weil auf dem Eis muss man ein Team sein. Wir müssen alle vier Schiedsrichter gut zusammenarbeiten, einander gut kommunizieren, muss einander verstehen, dass man die möglichst beste Leistung als Team herbringt. Weil das Team ist meistens so stark, wie die schwächste Gliedergruppe ist. Das ist in einem Eishockey-Team ein bisschen ähnlich. Bei uns Schiedsrichter auch ist es sogar noch wichtiger. Wir müssen wirklich vier zusammenarbeiten, jeder das, was er sieht, sagen. Und das zum bestmöglichen Entscheid herbringen. Ja. Boys, for everything. Okay, yeah. Don't move. Your first move. Okay, boys. That's okay. Hey. Hey, boys. Don't do it. Hey. 20 Meter stoppen. Ich werde wegstoßen. Mit den Hängen ist gut. Kann ich so? Ja, es ist besser. Weil du musst dort zwingst, mich Entscheidung zu machen. Ist gut. Super. Ah, ja.
Over the puck, guys, go over the puck. Okay, the puck, come on, play him, play it. Play it. I can't blow down the game. Hey, play it. Hey, hung up. Spielner, go ahead. You're holding. Ready, guys. Es ist kein Tor, es ist kein Goal, okay? Okay, wir gehen. Skate Goal für mich on the ice. Ich sag sehr richtig. Okay. Ich sag sehr richtig. Es ist ein Skate Goal. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wir schauen, aber für on the ice ist es no goal because of the skates. Okay? Okay? I agree, I have the same. No skate, goal, skate, on goal on the ice. La caméra derrière les buts. Ouais. La patch. Skate. Tu peux revenir jusqu'à ce qu'il y ait le contact avec le puck. Hein? Revenir quand il y a le contact avec le puck. Skate. 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 Sur le skate goal. Skate goal, yeah. Skate goal. Yeah. Pas de but parce qu'il y a pas de tape. Il y a but à cause du pas de tape. Melton by mouse. Melton by mouse. Hey Luca, ganz sicher, vertraue es. Es ist wirklich klar mit dem Schlöf reingegangen, vorher nicht. Ganz sicher. No, no, no. No. Face off inside. Inside. Check-in, eh? Be ready for check-in. Okay. I don't know what can happen. Yeah. Yeah, good job, boys. Yeah, what a boy. Okay, good job. Ja, wirklich. Aber er sieht ihn und er, klar, er dreht. Und er macht diese Bewegung für das? Ja, ja, für mich auch. Bremst. So, letztes Jahr wäre ein guter Goal, aber jetzt ja mit dieser neuen Regel ist ganz klar kein guter Goal. Ne? Nicht zu diskutieren. Aber zwei Tafel. Ja, klar. Ja. Wir haben zwei, drei Situationen, die wir noch kurz besprechen wollen. Eben das Video, das beim ersten Tor. Da ist einfach, es ist lange gegangen. Als Zuschauer hat man das Gefühl, ja, es geht ja ewig und immer die gleiche Situation. Auf dem Würfel hat man gesehen, aber ihr habt ja das Problem gehabt, dass das auf dem Tablet nicht funktioniert hat richtig. Und das weiß man natürlich nicht, deshalb kommt ein bisschen Unruhe auf bei den Zuschauern. Dann bis das vom PC kam, ja. Und dann wurden wir zuerst back, dann kam Mecke, top.
Das war ein bisschen. Okay. Ja. Auf dem Eis habt ihr auch schon den richtigen Entscheid getroffen, also gute Position. Ich denke, die Leute wollen Druck ausüben oder haben vielleicht auch nicht genau die neuen Regeln noch im Griff, wissen nicht genau, was geht. Vielleicht sieht man so schlecht aus der Distanz. Auf unserem Tablet war es relativ gut sichtbar. Und es ist normal, sind die Leute in Emotionen pfeifen, aber das muss man wegstecken. Das ist man sich gewohnt von dem her, dass da Druck ausgeübt wird. Und da muss man einfach ruhig bleiben und easy für den richtigen Entscheid gehen. Ja, einfach. Genau. Ich bin zufrieden, weil es war ein achtes Spiel. Von beiden Seiten viel Stockarbeit. Ich denke, wir haben eine gute Linie gestreift und wir haben einen guten Job gemacht mit das.